Jetzt braucht das Ding da noch Strom. Jetzt ist die Frage, wo kam der Strom her? Welches dieser Strommaste hier war dafür zuständig? Dieser da hat schon 4 von 4. Ja, dann war es wohl ganz sicher dieser. Okay. Ich bin ein bisschen von mir selbst überrascht, dass ich A auf diese Idee kam und dass B das auch noch funktioniert. Na, macht der hier auch irgendwas? Oder habe ich vergessen, das hier hinten auch zu verbinden? Natürlich! Ah, ich habe keine Eisenplatten mehr. Hep und hep und hep und hep. Es wäre vielleicht auch mal sinnvoll, wenn ich mir da irgendwie einen Weg baue in Zukunft. Aber... So. Ich bin echt ein bisschen happy gerade. Wirklich, ohne Scheiß. So. Zack. So, und jetzt läuft wieder alles. Gucken wir uns das nochmal an, was wir hier gerade zusammengestellt haben. Also, wir haben hier unten alle wichtigen Rohstoffe, die reinkommen. Also Platten, Stangen, Beton und Kupferspulen, Kupferdraht. Wie heißt der Scheiß? Draht aus Kupfer. Und weil ich jetzt gesagt habe, hier, du sollst hier daraus was produzieren und festgestellt habe, dass da nichts mehr drin bleibt. Der Container dazwischen ist aber trotzdem noch schlau, falls hier irgendein Gerät mal nicht hinterherkommt, weil da ein Container voll ist, dann wird da das Rohmaterial noch gesammelt. Das ist also schlau. Aber ich habe ja nichts, um damit irgendwas zu machen. Weshalb ich mir dann überlegt habe, das hier oben hinzuleiten. Und das funktioniert auch. Das heißt, ich habe das doppelt und übereinander gestapelt, sodass ich die Möglichkeit habe, das Material da wegzunehmen. Ja. Gut. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt kann ich nämlich hier die Produktion einfach weiterziehen. Wenn ich jetzt sage, verstärkte Eisenplatten brauchen Schrauben und Eisenplatten, ziehe ich das einfach hier lang und, ne, verschiebt das. Jetzt muss ich mir hier nur bei den Schrauben wieder Gedanken machen, dass ich die Schrauben natürlich ganz gerne auch noch separat hätte. Das kann ich jetzt einfach oben drauf setzen, zum Beispiel. Ich könnte es aber auch unten drunter setzen. Ich meine, da ist ja jetzt so viel Platz frei geworden. Ich brauche halt nur Zugang dazu. Oder ich mache es halt noch fancier und ja, okay, das funktioniert gerade nicht wirklich. Aber das hier kann ich ja noch viel höher setzen. Weil dieser Lift, der ist ja beliebig verlängerbar. Und jetzt, wo ich weiß, dass es geht, muss ich ja unten an nichts mehr rumfummeln, sondern nur diese Container entfernen und sie eine Stufe höher setzen. Oder zwei. Und dann könnte ich halt auch genauso gut hier neben versuchen, eine Treppe hochzubauen in die nächste Etage. Das wäre generell mal eine Frage. Wie sieht das denn aus mit... Ach, das muss ich erst freispielen, ne? Ja, genau. Die Wege, das muss ich erst noch freispielen. Gut, dann nehmen wir uns jetzt hier erstmal 100 Draht.
Nee, warte, das ist falsch. Hier, 100 Draht. Boop. Hiervon was. Boop. Die Platten haben wir und jetzt fehlen nur noch Stangen. Boop. Und paff. Ah. So. Milestone reached. More complex assembly of parts can now be automated. Das habe ich gemacht. Sprungflächen will ich gerade nicht. Gehwege ist das nächste, was ich mache. Dafür brauche ich 150 Platten, 150 Stangen und 10 verstärkte Eisenplatten. Dann werde ich mich als erstes mal darum kümmern, diese verstärkten Platten zu bauen. Ich brauche 10 Stück. Ich kann aber gerade nur 9 bauen. Vielleicht auch nicht. Gut. Gut, das hätten wir. Habe ich den Rest auch zusammen? 100, 150 Stangen? Nee, aber das sammelt sich da noch. Und Eisenplatten, ich weiß ja nicht. So, ich muss jetzt hier erstmal schnell etwas Kram rüber schaffen, denn ich habe jetzt hier so viel Krempel, den ich ja jetzt so gerade gar nicht brauche. Komm, die Biomasse, die kriegt hier. Extra. Ach du meine Güte. So. Wann kommt er denn wieder? Eigentlich. Denn die Wege, das interessiert mich schon ein bisschen. Okay, in 4 Minuten. Das interessiert mich jetzt schon ein bisschen, weil das entscheidet vielleicht ein bisschen, wie ich weitermache. Und zwar in Bezug auf, ob ich runter oder hoch gehe mit dem ganzen Kram. Aber ich denke, nach oben und nach unten weiterbauen ist schon echt schlau. Ich könnte hier irgendwo ein Treppenhaus hinpacken, falls das funktioniert, und könnte dann so ein paar Sachen noch verstauen, wie zum Beispiel Spritherstellung. Dann bringe ich da das ganze Bi hau ich da den ganzen Bio-Scheiß rein, wobei das am meisten Sinn wahrscheinlich macht, wenn ich das hier oben irgendwo habe. Vielleicht ja direkt sogar in der Nähe von diesem, weil das ist alles hier oben und da wäre das schon sinnvoll, denke ich. Aber nichtsdestotrotz. Oder? Was jetzt? Ja, es wäre, glaube ich, allgemein eine interessante Idee, sich jetzt hier zu überlegen, okay, ich ziehe die Produktion jetzt gar nicht weiter da in die Länge, sondern einfach in die Höhe, Stockwerk höher. Hier mit Lift hochbringen und in der oberen Etage dann die nächsten Sachen produzieren. Und dann könnte ich mir ja auch noch. Boah, diese Lifte, ne? Die haben mir jetzt echt extrem viele Flusen in den Kopf. Also was heißt Flusen? Ideen gegeben. Denn ich könnte dafür sorgen, dass das hier ein schönes, cleanes Lager wird. Oder dass ich überhaupt irgendwo eins habe. Weil ich zum Beispiel hier oben, das ist ja ein wichtiger Part des Lagers. Weil das sind jetzt die ersten 4 Produkte, die ich nicht weiterleite. Und hier leite ich sie weiter. Ihr seht, ganz schön kompliziert. Also, wie mache ich das denn jetzt hier mit den verstärkten Platten? Baue ich das weiter nach hinten? Ich möchte nämlich eigentlich auch nicht hier so quasi die ganze Map
in die Länge mit irgendwelchen Fundamenten zu bauen. Das heißt, ich gehe entweder runter oder hoch.